99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Von und mit Professor Dr. Gerhard Novak. Herzlich willkommen zu den News to Use aus dem Sportbusiness. Schauspieler und Regisseur Til Schweiger dreht derzeit mit seiner Produktionsfirma Barefoot Films eine Dokumentation über den ehemaligen Fußballprofi Bastian Schweinsteiger. Der Film soll sich nicht ausschließlich auf die Laufbahn des Fußballers konzentrieren, sondern auch Einblicke in das Privatleben geben. Die Dokumentation soll 2020 auf der Streaming-Plattform von Amazon Prime veröffentlicht werden. Die Amazons dieser Welt kommen immer stärker in den Sport hinein. Nicht nur mit der Übernahme von Medienrechten, sondern auch in der Präsentation von Idolen. Und so ist nun nach Dirk Nowitzki und Mario Götze Bastian Schweinsteiger der Dritte, dem diese Ehre zuteil wird. Das seit 2013 ausgetragene Damen-Tennisturnier in Nürnberg ist Geschichte. Die Veranstalter haben die Lizenz verkauft. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors Nürnberger Versicherungen fehlt eine wirtschaftlich solide Basis. Die Nürnberger Versicherung hatte bereits im Februar 2019 verkündet, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das mit rund 200.000 Euro dotierte Turnier wurde vom Versicherer mit 250.000 Euro unterstützt. Da kann man den Veranstaltern nicht direkt einen Vorwurf machen, denn jetzt kommt mit 14. Juni in Berlin im Steffi-Graf-Stadion mit der Bundeskanzlerin als Schirmherrin das sogenannte Green Court Champion Berlin Turnier, und das wird als Leuchtturmprojekt alle anderen Damen-Tennisturniere in Deutschland schwer zu schaffen machen. Auf der anderen Seite werden wir ein bedeutendes Turnier für den Damen-Tennissport in Deutschland bekommen. Finanzinvestor Lars Windhorst setzt nach seinem 224 Millionen Euro Engagement beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC weiter auf die Karte Sport. Der 43-Jährige übernimmt mit seinem Unternehmen Tenor Anteile an der exklusiven und millionenschweren Global Champions Tour der Springreiter. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht. Da fragt man sich, wo dieser Mann das ganze Geld her hat und b, ob es sich reinvestieren lässt. Die Gefahr, hier alles auf eine Karte zu setzen aus Sicht des Sports, ist nicht ganz ungefährlich. Das waren sie, die News to Use für diese Woche. Ich wünsche Ihnen gutes Sportbusiness.